Grazie Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, ich musste heute so lachen. Ihr kennt ja meinen Vorlesetrick. Ja, die meisten kennen es oder die, die halt die Podcasts regelmäßiger hören oder die, die genau diesen einen gehört haben, wo ich es erzählt habe. Ich schnalze ja. Das heißt, wenn ich mich verspreche bei den Podcasts oder wenn ich mich verlese, dann mache ich, damit ich das nachträglich sehr gut finden kann, weil man das dann an der Hüllkurve in dem Schnitt- und Aufnahmeprogramm, das ich verwende, super gut sieht. Dann weiß man, ah, da muss was geschehen sein. Ja. Bei dem Podcast ist es mittlerweile so, dass ich jedoch nochmal in einer höheren Geschwindigkeit mir anhöre, vor allem beim Schneiden. Also da wird es selten der Fall sein, dass ihr sowas findet, weil manchmal vergisst man es und lässt es drin. Aber das wollte ich gar nicht erzählen, sondern ich zünde hier in meiner Wohnung zwei Kerzen an. Früher immer nur eine, jetzt eben auch eine zweite, weil die Welt einfach mehr Frieden braucht und die speziell für Frieden. Aber natürlich geht dann immer die ein oder andere Kerze aus und dann spreche ich meinen Spruch auch, während die eben ganz frisch anfängt zu brennen. Und das sind halt ja so ein paar wichtige Worte für die Welt. Ich kann es mal kurz machen. Frieden, Freude, Fülle, Freiheit, Klarheit, Wahrheit, Weisheit, Kraft, Gesundheit, Schönheit, Liebe, Mut, Licht, Wissen, Erkenntnis, Vergebung, Gnade, Souveränität, Harmonie, positiver Wandel, spirituelles Wachstum, Bewusstseinserweiterung, Kreativität, Humor und Schwingungserhöhung für mich und alle Wesen in jeder Realität. Ich bin dankbar, danke, danke, danke. Ja, jetzt habe ich es unfallfrei hinbekommen. Ist ja doch etwas, ja, was ich jetzt schon relativ lange mache. Und ich weiß, ja, der ein oder andere sagt, ah, warum sagst du das und das nicht? Ja, das passt schon so. Aber ja, wenn ihr inspiriert seid, könnt ihr auch was schreiben, was da unbedingt noch rein muss. Hatte ich auch schon einige E-Mail-Kontakte diesbezüglich. Aber ich habe mich versprochen. Ich habe mich versprochen und dann mache ich. Es ist schon so in Fleisch und Blut übergegangen. Und ich schwöre es euch, irgendwann wird es mir passieren, dass ich mit jemandem spreche, mich so ein bisschen verhasple und schnalze. Ich freue mich schon darauf. Also so witzig, ja. Was der Mensch für ein Gewohnheitstier ist, gell? Ist unglaublich. Macht halt keinen Sinn. Es interessiert die Kerze nicht, dass ich mich da versprochen habe. So genial, ja. Ja, was habe ich noch? Also, ihr habt natürlich ein bisschen was dazu geschrieben. Ich habe ja das ein bisschen reißerischer formuliert. Es war mir gar nicht klar, wie wichtig das ist für den heutigen Podcast, aber da komme ich gleich dazu. Da ging es um die gravierenden körperlichen Veränderungen, die anstehen. Natürlich haben die meisten gehofft, dass ich darüber sprechen werde, was jetzt alles passiert. Aber was habe ich gemacht? Ich habe so allgemeine Gesundheitstipps gegeben, was man so machen kann. Und ich habe natürlich auch einige ganz wichtige Sachen vergessen. Unter anderem diese berühmten Basenbäder. Na, grundsätzlich gehört es dann auch zu Entgiftung. Ja. Das ist auch natürlich gegen die Übersäuerung sehr gut. Und viele schwören drauf. Und vor allem, dass es so leichter wäre, wieder einen basischen Haushalt zu bekommen, vor allem diese ja, Schlacken und Säuren auszuleiten, als über die Nahrung. Ja. Kurzfristig auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Dann muss man aber auch komplett mal 4 Stunden und das mal 2, 3 Wochen durchziehen. Ja. Wenn euch langweilig wird, dann könnt ihr mit dem Laptop euch in die Badewanne legen und euch 2 Spielfilme anschauen. Dann ist die Zeit fast schon vorbei. Und das Problem ist nur, meine Badewanne ist einfach eher so für ja, zartere Menschen ausgelegt als mich. Ja, meine Knie sind immer draußen. Ja. Entweder sind die Knie draußen oder der Bauch. Das ist ein bisschen nervig. Ich habe mir auch schon mal so einen ja, Wasserstopper, den man nochmal über den Ablaufschutz drüber stülpen kann, der sich dann so ein bisschen festpappt. Das hat aber erst einmal richtig funktioniert. Das Problem ist aber auch, wenn das funktioniert,
gibt es eine mega Überschwemmung, ja, weil ich ja doch mich bewege und dann britschelt es mal wieder nach draußen, weil das Wasser natürlich dann relativ hoch steht. Ja. Also es ist keine ideale Lösung. Ich hätte gerne eine größere Badewanne, wo ich einfach auch dann schön verschwinden kann. Und tatsächlich mache ich es deswegen auch nicht so gerne, weil das einfach nicht meine Badewanne ist. Ja. Aber genug gejammert. Also Basenbäder, wie gesagt, super genial. Und ich habe jetzt auch für mich entschieden, dass ich es jetzt, ja, früher habe ich es einmal die Woche gemacht. Wie gesagt, das mache ich zurzeit nicht. Aber einmal im Monat wäre echt schon eine gute Sache. Das tut der Haut auch total gut. Da fühlt sich auch alles komplett anders an. Ich habe schon mal erzählt, dass nach einem Basenbad, obwohl ich gar nicht so intensiv Sport getrieben habe zu der Zeit, oder eigentlich, sind wir ehrlich, gar nicht, als ich das eine Zeit lang sehr intensiv betrieben habe, und dann hat sich die Haut auf einmal so angefühlt, wie zu den Zeiten, wo ich wieder sehr intensiv Sport betreibe, was bedeutet, sie wird viel glatter und man merkt dadurch, dass man sehr erfolgreich entgiftet. Zurzeit mache ich sowieso fast jeden Tag, also eigentlich täglich, aber manchmal klappt es halt nicht, Sport und schwitze auch einmal am Tag richtig stark und das hilft der Haut auch sehr viel. Aber viele von uns machen das ja gar nicht mehr so intensiv, Sport. Ja? Verstehe ich auch, ist wirklich auch anstrengend. Je älter man wird, desto anstrengender wird der Schmarrn. Vor allem, weil man es nicht durchgezogen hat. Also ich habe so die Theorie, wenn man immer im Ausdauersport geblieben wäre, auch als Jugendlicher und junger Erwachsener war ich das, ja, obwohl ich eher so vom Typ war, ich eher so Kraftsportler. Aber wenn ich mal joggen gegangen bin, ja, dann bin ich ja mal schnell eine Dreiviertelstunde joggen gegangen. Ja. Ihr wisst ja, wie schrecklich das war letztes Jahr, als ich das gemacht habe. Die ersten paar Male und dann ging es so langsam und ich habe es halt ein halbes Jahr durchgezogen. Witzigerweise halt genau im Winter. Dann, als es angenehmer geworden wäre, habe ich aufgehört. Aber so ist es. Ja. Ach ja. Aber alles gut, also da hat auch meine Körperintelligenz mir Bescheid gesagt. Und dann sind wir auch schon bei einem wichtigen Punkt, ja? Nämlich bei der Körperintelligenz. Ja? Die Körperintelligenz, das habe ich jetzt für mich immer besser rausgefunden, die ist sehr gut, wenn es um tatsächlich körperliche Themen geht und auch wenn es um Fragen im Hier und Jetzt geht und auch wenn es um ganz wichtige Entscheidungen geht, aber, und das ist wichtig zu wissen, nicht wirklich Zukunftsentscheidungen. Ja? Also, wo werde ich in einem Jahr sein? Was passiert in 4 Jahren? Weil, wenn man eine Frage mit Ja und Nein beantworten kann, also wenn man eine Methode hat, eine Frage mit Ja und Nein zu beantworten, dann könnte man alles rausfinden. Alles. Also auch das Todesdatum zum Beispiel. Ja, aber was ist denn die Körperintelligenz? Die ist letztendlich mehr oder weniger ein Instrument, um mit der Seele sprechen zu können. Denn sie ist eben an die Herzintelligenz angebunden, ans Herz angebunden und das Herz ist über die Seele verbunden und dort kommen diese Antworten her. Und surprise, surprise, ja, eure Seele, die sagt euch nicht alles, ja? Die spielt Geheimagent sozusagen, ja? Euch gegenüber. Es liegt daran, dass natürlich der Seelenplan, wenn der uns komplett klar wäre, dann würden wir vielleicht Abkürzungen gehen wollen, die niemals so geplant waren und so auch nicht funktionieren. Ja? Ich kriege halt rein, dass manche wollen, dass ich sage, wie man mit einer Ja- und Nein-Frage das Todesdatum rausbekommt. Weil das Todesdatum wird ja nicht genannt werden, sondern nur Ja und Nein. Aber ihr müsst ja bloß erstmal die Jahre durchgehen. Ja? Einfach sterbe ich 2022, 2023, 2024. Das sind ja bloß ein paar Jährchen, bis halt dann Ja kommt. Und dann fragt ihr den Monat ab, dann fragt ihr den Tag ab. Und dann könnt ihr sogar auf die Stunde und die Sekunde gehen. Aber dafür ist eure Körperintelligenz nicht gedacht. Ja? Und dann sind wir auch schon beim größeren Thema. Also letztendlich diese Neugier, die Zukunft betreffend. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich die Körperintelligenz manchmal missbraucht und deswegen auch keine besonders zuverlässigen Antworten bekommen. Weil wenn ich jetzt channeln gehen würde, dann würden die mir auch nicht sagen, wo ich in 2 Jahren wohnen soll. Ja. Versteht ihr?
Das sind alles Überraschungen und gerade in dieser Zeit, also es wird immer lichtvoller, unsere Leben werden immer reicher an auch freudigen Erfahrungen und wir sollen mit Hilfe der Körperintelligenz auf einmal jedes Päckchen vorher schon mal anschauen können. Das wird die geistige Welt nicht zulassen und logischerweise deine Seele auch nicht, die ja Teil der geistigen Welt ist. Wir sind multidimensional und das bedeutet immer, dass nur ein winziger Anteil von uns hier inkarniert ist, als den wir uns aber empfinden. Das Gute daran ist, dass dieser winzige Teil auch immer einen Teil Gottes in sich trägt und somit sind wir natürlich mit allem vereint und das sind wir auch in Wirklichkeit. Aber das bedeutet auch nicht, dass uns der Teil Gottes in uns die Weisheit über jede Frage im Universum schenkt, ja? Auf jeder Ebene, in jeder Dimension. Versteht ihr? Das wäre ja möglich. Also diese Antworten sind schon da, aber die sind nicht für uns gedacht. Jetzt nicht in dieser Inkarnation. So funktioniert das Spiel der Inkarnationen nicht. Dann würde es nämlich auch gar nicht funktionieren. Ja? Und man wird ein bisschen demütig, wenn man erfährt, und das haben sie uns schon gesagt, also der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton hat uns schon gesagt, dass sie auch channeln. Und zwar die 10. Dimension. Die haben dann mit Wesenheiten in der 10. Dimension zu tun, die ihnen dann wieder hilfreiche Tipps geben. Und ja, für uns momentan ist der neuntdimensionale arcturianische Rat, auch diejenigen, die den Kanal hier verfolgen, schon eine sehr wichtige Quelle der Weisheit. Ja? Und wir wären froh, wenn wir da schon wären. Aber selbst die sind eben noch nicht am Ende. Und dann wird man demütig, weil bei uns geht es ja erstmal nur, in Anführungsstrichen, um den Aufstieg aus der 3., 4. Dimension in die 5. Dichte. Ja? Und auch die haben Fragen. Ja? Ich meine, weswegen soll man sonst channeln? Natürlich geht es um Antworten und ja, um Verständnis und Genauigkeit und so weiter und so fort. Ja? Die Fragen hätte ich gerne mal, ja? Die der neuntdimensionale arcturianische Rat dem 10., keine Ahnung, welcher Rat es dann ist, stellt. Aber wahrscheinlich würde ich die Fragen noch nicht mal verstehen. Da wären wir dann wieder bei Douglas Adams. Und man darf ruhig zugeben, dass man neugierig ist. Ich sehe das zurzeit sehr deutlich an meinen Podcasts. Vor allem an den Überschriften. Weil guckt her, gravierende körperliche Veränderungen stehen an, hat 3.500 Aufrufe. Die Wegbereiter lassen die Tür auf und drehen die Musik lauter, hat 1.500 Aufrufe, was so eher dem entspricht, was ich in der Regel habe auf meine Podcasts. Das heißt, nur die recht reißerischen Titel schnalzen da mal raus, weil ihr denkt, oh, das interessiert mich, ich möchte wissen, was auf uns zukommt. Das kann man genauso nachvollziehen, wenn es um Daniel Scranton-Channelings geht und das hat er natürlich auch bemerkt und ich nehme an, dass er deswegen auch tendenziell reißerische Titel wählt für seine Videos. Ja. Ich habe ja schon öfter mal erwähnt, dass die Überschriften nicht gechannelt werden, sondern die erfindet er im Nachhinein. Ich bleibe nur dann dabei, weil ich bin ja der Übersetzer und nicht der Lektor von ihm. Genau, also soll er authentisch bleiben, ja, damit er auch ein Gefühl für die Quelle bekommt und auch fürs Medium. Ist halt so, dem sind halt seine Aufrufe vermutlich ein bisschen wichtiger als mir, aber ja, man kann es, glaube ich, schon so sagen. Allerdings, ja, eben weil ich dieses Phänomen auch gerade sehr deutlich bemerke, muss ich schon sagen, oh, schade eigentlich, ja. Mir wäre es viel lieber, wir würden alle mehr Interesse daran haben, zu erfahren, wie wir jetzt unser Leben besser gestalten können, ja, und nicht, wie sich der Aufstieg gestaltet. Ich meine, ey Leute, wenn ich jetzt ein Video machen würde, da würde ich draufschreiben, der Aufstieg ist am, was könnte man finden, 11.11.2024. Ja, schönes Datum. Ja, also dann hätte ich einige Aufrufe, glaube ich, auf dem Video. Ja? Aber natürlich mache ich so einen Quatsch nicht. Aber irgendwie ist es doch traurig, oder? Ja, ich witzigerweise würde mir genau dieses Video nicht anschauen, weil Daten kommen nicht von der geistigen Welt und das kann auch kein Mensch wissen. Ja, das ist eigentlich immer Blödsinn, wenn irgendein konkretes Datum genannt wird. Ja. Weil wir eben auch viele Überraschungen erleben sollen. Wir können uns darauf vorbereiten, so ähnlich wie bei den körperlichen Vorbereitungen, über die ich gestern gesprochen habe. So sollten wir uns natürlich auch, ja, geistig, mental und vor allem spirituell, schwingungsmäßig
auf die nächsthöhere Stufe vorbereiten, aber konkrete Informationen werden wir da nicht bekommen. Ne? Was für mich auch immer recht wichtig ist, was erzählen denn die Quellen gemeinsam? Ja? Wenn bei einer Quelle etwas komplett rausschießt aus den Informationen der anderen, dann darf man schon ein bisschen misstrauischer sein. Weil wenn uns eine Information unbedingt erreichen sollte, ja, also das erwachte Kollektiv, macht es ja keinen Sinn, dass das nur Erzengel Michael durch ein bestimmtes Channel-Medium sagt, zum Beispiel. Ja? Und alle anderen Quellen sagen dann, ja, du hättest dir das mal anhören sollen. Ja? Das sagen sie nicht, weil das wäre ja sogar eine hilfreiche Information in dem Fall. Ja, also man kann schon davon ausgehen, dass die geistige Welt das sehr gut koordiniert und dass die natürlich wissen, was der andere macht. Ja? Und auch wissen, dass wir uns nicht alles anhören können und nicht alles anschauen können. Und dann sind wir auch schon beim letzten Punkt vom Podcast. Wir sollten uns auch auf keinen Fall davon abhängig machen, von diesen Fragen-Antwort-Spielchen. Ich könnte jeden zweiten Tag zu einem Medium rennen. Mir würden immer Fragen einfallen, ne? Mein Leben betreffend, über andere wichtige Dinge im Außen und so weiter und so fort. Da hören die Fragen nie auf. Aber das ist ja gar nicht sinnvoll. Ich kenne zum Beispiel einen Großunternehmer, ja, den habe ich hier bei München kennengelernt, der jeden zweiten Tag zu einem Medium rennt und dabei auch schon unfassbar viel Geld verbrannt hat. Und ich habe es meinem Medium in München hier auch mal erzählt, die Geschichte, und sie hat gesagt, ja, sie würde das gar nicht zulassen. Das will die geistige Welt auch nicht, dass man sich abhängig macht davon. Das ist ja Quatsch, ja, dann wären wir ja nur noch Befehlsempfänger unserer seelischen Botschaften und hätten überhaupt keinen kreativen Entscheidungsspielraum mehr. Das ist gar nicht gewollt. Der freie Wille ist wirklich etwas, was man uns nicht nehmen kann. Und das wollen sie uns auch gar nicht nehmen. Abgesehen davon stärkt es auch das Gefühl der Hilflosigkeit. Es bringt uns nicht in unsere Macht, es bringt uns in eine gewisse Machtlosigkeit. Und das will die geistige Welt nun überhaupt nicht. Ja, und deswegen habe ich für mich auch entschieden, dass ich meine Körperintelligenz nicht mehr für alles nutzen werde. Und das ist ehrlich gesagt dann viel spannender. Bei anderen Dingen, die sofort anstehen, ja, also da könnt ihr immer auch diese Hilfe nutzen. Da wird auch die richtige Antwort kommen. Aber wenn es sich eben um Dinge in der Zukunft handelt, über auch Zeitlinien, die ihr noch komplett wählen könnt, macht es keinen Sinn. Dann gibt es vermutlich auch keine Ja- oder Nein-Antwort, die richtig wäre, weil es einfach so viele verschiedene Zeitlinien noch gibt, für die wir uns jederzeit entscheiden könnten. Und ich bin jetzt unfair. Ich werde den Titel dementsprechend wählen, damit es alle hören, die es nicht hören wollen. Irgendwas wie von wegen die Zukunft der Menschheit. Ich werde mal gucken, was mir einfällt. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, haben's mal wieder für heute. Ich freue mich auf morgen. Haut rein, bis dann. Ciao, servus. Woo! Yippie!